Maureen, wo steckst du? Oh, hast du mich erschreckt? Selber schuld, wenn du mich warten lässt, Prinzessin. Hey! Warten? Du weißt genau, ich kann nicht einfach weg. Das weiß ich doch. Hast du mir ein Geschenk mitgebracht? Na klar doch. Oh, Finja, du bist so... so... haarig? Haarig? Oh, Mist! Ahaka! Bleib stehen, Finja! Deine Großmutter ist stinksauer! Wow! Was ist das? Früher wurde in diesen Höhlen der Schneephönix verehrt. Das ist ein magischer Vogel, der alle Geheimnisse der Eiswelt kennt. Aber wenn du mich fragst, ist der Phönix nur eine Legende. Das gerade war auch legendär. Was bekomme ich für die Rettungsaktion? Mach die Augen zu. Dann zeige ich es dir. Überlegst du noch? Jetzt noch schärfer die Krallen, Chris. Und dann... Lass mich los! Ahaka, gib mir Schlittschuh laufen! Was soll das denn, Oma? Er ist nicht der Richtige für dich, Finja. Florin ist total nett. Wir gehören zusammen. Er ist ein Frühlingsmann. Siehst du nicht, dass es seit Wochen nicht mehr schneit? Ihr kommt aus unterschiedlichen Welten. Das funktioniert nicht, ohne dass jemand Schaden nimmt. Das ist so gemein. Er darf nie wieder einen Fuß hierher setzen. Du bist so gemein! Ich will nicht, dass es dir ergeht wie deiner Mutter. Alles begann zu schmelzen und sie hat mit ihrem Herbstmann das Winterreich verlassen. Solch einen Verlust ertrage ich nicht noch einmal. Du bist so egoistisch. Oh. Kein Wunder, dass Mama damals abgehauen... Tut mir leid. So nicht, junge Dame. Suniva, oh. Finja hat Hausarrest. Oh. Florin ist allein da draußen in der Kälte. Und es wird bald dunkel. Ich muss ihn finden. Deine Großmutter will nur das Beste für dich. Vielleicht findet Florin das Tor ins Frühlingsreich nicht mehr. Du musst mich gehen lassen. Es tut mir leid, aber ich bin beauftragt, dich nicht aus dem Zimmer zu lassen. Allerdings kann ich nicht auch noch gleichzeitig die geheime Außentreppe am Palast bewachen. Eine Geheimtreppe? Sieh an. Die Prinzessin. Ganz allein in der Nacht. Woher weißt du, wer ich bin? Ich weiß vieles, was den Augen verborgen bleibt, Finja. Ich weiß auch, dass du einen jungen Mann suchst, den du liebst. Florin, du hast ihn gesehen. Er will zum Schloss. Er sucht dich. Nein. Wenn Oma ihn findet, wird sie ihn rauswerfen. Es gibt vielleicht eine Lösung, Finja. Wie bitte? Die Legende besagt, zwei Liebende aus unterschiedlichen Welten sollen vereint bleiben, wenn sie den magischen Kristall auf dem Nordberg berühren. Das Winterreich kann bestehen bleiben. Der magische Kristall? Doch nur wahre Liebe lässt den Zauber erleuchten. Kannst du uns dorthin bringen? Der Weg zum Gipfel ist sehr gefährlich. Lass uns keine Zeit verlieren. Da vorne! Beeil dich! Hey, ich... Maureen! Ich... Hab ich dich erschreckt? Zum Nordberg? Du bist dir ganz sicher? Ich hoffe, sie ist nicht so dumm und glaubt an die alte Legende.
Wenn sie den Weg über die Eisstufen geht, ist sie verloren. Ahaka, du musst sie mir zurückbringen. Wenn Finja etwas passiert, kann ich mir das nie verzeihen. Ich mir auch nicht. Ich krieg keine Luft. Sorry, Chef. Schaff diesen Florin zurück zum Portal, Ahaka. Er darf Finja und dem Winterreich nie wieder gefährlich werden. Seid vorsichtig. Die Stufen sind uralt und gefährlich. Ich kann euch ab hier nicht mehr helfen. Den Weg müsst ihr alleine gehen. Viel Glück. Danke. Für alles. Schätze, damit setzt man das Ding in Gang? Komm, wir schaffen das! Schneetroll und deine Großmutter. Wir können nicht ewig weglaufen. Er ist kein bescheuerter Schneetroll. Er tut eben, was Oma ihm aufträgt. Wir müssen weiter, auch wenn du müde bist. Oh, ich bin nicht müde. Ich weiß nur langsam wirklich nicht mehr, ob es das alles wert ist. Doch nur wahre Liebe lässt den Zauber erleuchten. Hilfe! Vertrau mir, Florin. Wir dürfen jetzt nicht streiten. Bitte. Dann mal los. Glaubst du nicht mehr an den Zauber? Es funktioniert nicht! Warum funktioniert es nicht? Vielleicht liegt es an uns. Vielleicht, weil wir... uns nicht lieben? Wie kannst du sowas nur glauben? Ich denke, ich gehe jetzt besser. Ahaka! Nein! Nein! Flori! Er erfriert! Ich wollte das ja gar nicht. Geh weg, du bescheuerter Schneetroll! Es tut mir leid. Bitte nicht. Bitte. Es schneit wieder. Die Legende ist wahr. Finja? Es tut mir leid. Das muss es nicht. Hier
ist der Kristall sicher. Und niemand wird je wieder an der Legende zweifeln. Ich habe mich von meinen Vorurteilen blenden lassen und euch falsch eingeschätzt. Es tut mir leid. Ab jetzt werde ich euch nicht mehr im Wege stehen. Besonders bei dir muss ich mich entschuldigen. Kein Ding. Sagen wir einfach Schnee drüber, ja? Ihr habt gar nicht von mir gesprochen. Wow, das ist aber auch rutschig. Du kriegst mich nie. Na, warte. Oh nein. Flori, nimm meine Hand. Was ist das? Das Eis ist einfach geschmolzen. Könnt ihr mal die Heizung aufdrehen? Wer bist du? Ich bin Sirena, eine Meerjungfrau aus dem Sommerreich. Ich bin den ganzen Fluss entlang aus dem Ozean zu euch geschwommen. Eine Meerjungfrau? Unser Sommerreich ist in Gefahr. Irgendjemand klaut die leuchtenden Perlen aus unseren Korallen. Und wenn das Licht erlischt, wird es dunkel und der Seetang wächst über alles. Seetang? Und wieso kommst du zu uns? Dein Mut bei der Rettung des Winterreiches hat sich überall herumgesprochen, Finja. Wir brauchen deine Hilfe. Also ich hab ne Badehose. Weiß nicht. So richtig trau ich der Sache nicht. Was? Das ist doch der Hammer! Und jetzt? Wo finden wir die Perlendiebe? Wir müssen nach unten. Nach unten? Also, ich kann zwar kurz die Luft anhalten, aber das wird wohl nicht reichen. Kein Problem. Wir haben da einen Trick für euch Landratten. Seht ihr die Blume da? Die geheime Wassernelke hat magische Kräfte. Wenn ihr die Blüte esst, wird euch eine Flosse wachsen. Und ihr könnt unter Wasser atmen, solange ihr in unserem Ozean seid. Auf drei! Und wer zuerst im Wasser ist, hat gewonnen. Eins, zwei, drei. Hey, ich kann unter Wasser sprechen. Ich auch. Wow. Ich fühle mich wie... Ein Fisch? Eine Meerjungfrau? Genau. Wo schwimmen wir hin? Warte, wir sind gleich da. Sirena, was ist los? Alles in Ordnung? Da sind sie wieder. 3, 2, 1. Die Perlen, die sind meins. Es ist Sigur. Schnell. Wir müssen uns verstecken. Verstecken? Wir müssen ihn festnehmen. Die Perlen gehören alle mir. Sirena! Schnell, versteck dich. Die Haie sind da. Sie sind wieder weg. Es ist Sigur. Er klaut unsere Perlen. Wir haben es gesehen. Sigur? Der grummelige König des Seetangs? Was will er denn mit unseren Perlen? Ja, was will er damit? Er hat doch so viel Gold. Vielleicht ist es dunkel bei ihm. Wo wohnt er? Sigur wohnt in der dunkelsten Schlucht des Ozeans. Die Korallen wachsen nur mit dem Licht unserer Perlen. Jetzt wächst nur noch dieser dunkle Seetang. Okay, wir müssen die Perlen von Sigur zurückholen. Stimmt, Florin? Was? Genau. Oh, guck mal. Wie toll. Oh.
Los, Finja, wir helfen ja erstmal beim Aufräumen. Kannst du mir den Weg zu Sigurd zeigen? Ich schwimme alleine weiter. Danke für deine Hilfe, kleiner Rochen. Alles meines. Und du glänzt. Wow. Oha! Die Meerjungfrau, die sich nicht verstecken wollte. Ganz allein traust du dich hierher? Oh, Leute, ich brauche echt eine Pause. Komm schon, Florian, noch eine Runde, ja? Du kriegst echt nicht genug, was? Fragen wir doch Finja, ob sie Lust hat. Finja? Habt ihr Finja gesehen? Finja! Sie ist bei Sigur! Du Mistkerl! Du musst mich gehen lassen! Schwimmen lassen! Was? Wieso treibt sich die Prinzessin aus der Winterwelt bei den Meerjungfrauen herum? Ich wollte ihnen helfen und sie vor deiner Habgier schützen. Helfen? Bis du gemerkt hast, dass sie mehr Interesse an deinem Freund haben. Vergiss ihn. Mach es wie ich und wende dich glänzenden Schätzen zu. Die lassen dich nie im Stich. Mein Freund würde mich nie im Stich lassen. So, so? Wo ist er denn? Dein Freund. Lass mich hier raus! Ja klar, aber vielleicht kannst du etwas leiser sein. Florin, wie hast du mich gefunden? Der Rochen hat uns hergeführt. Wir müssen uns beeilen und Serena helfen, die Perlen zurückzubekommen. Na klar, Serena. Wo warst du denn plötzlich? Du bist einfach nur alleine los. Du warst ja zu beschäftigt, mit den Meerjungfrauen Blümchen zu pflanzen. Da konnte ich doch nicht stören. Sag mal, bist du eifersüchtig? Ich? Kein Stück. Und du hättest gar nicht erst kommen brauchen. Ich hätte das auch allein geschafft. Also ich weiß nicht, wo das jetzt herkommt, aber wir müssen weg. Florin! Was habe ich nur getan? Schau, was dir deine Eifersucht eingebrockt hat. Wenigstens kann ich jemanden lieben. Dein Schloss ist voller Gold, aber dein Herz ist leer und kalt. Fesselt sie. Sie wollen an meine Perlen. Wow. Hätte nicht gedacht, dass das mal für was gut ist. Es tut mir so leid. Ich war so eifersüchtig. Nein, Finja, mir tut das leid. Ich hätte dich nie allein lassen sollen. Deine Habgier hat dir nur Ärger eingebracht, Sigur. Wehe, du beklaust noch mal die Meerjungfrauen. Mir haben die Meerjungfrauen mein Herz geklaut. Alles, was ich habe, ist mein Schatz.
Ohne ihn bin ich einsam. Wenn du die Perlen aus unserem Garten nimmst, verdunkelt sich der Ozean. Und die Sommerwelt geht ein. So auch dein Schloss. Und ich hatte Angst, dass ich dir nicht mehr so wichtig bin, Florin. Wäre ja nicht das erste Mal, dass jemand einfach aus meinem Leben verschwindet. Ich lass dich niemals im Stich. Aber du darfst doch nicht mehr einfach alleine losziehen. Bitte. Jetzt ist es wieder so düster. Meine schönen Schätze, man kann sie gar nicht sehen. Ich will doch nur ein bisschen Licht. Wir wollen doch, dass der ganze Ozean leuchtet, oder? Dann solltest du eine Perle behalten. Echt jetzt? Du willst ihn auch noch dafür belohnen, dass er die Perlen geklaut hat? Manchmal muss man eben verzeihen können. Egal, was der andere gemacht hat. Findest du nicht? Ihr habt mir meinen Frieden wiedergegeben. Mit diesem magischen Licht kann ich meine Schätze so gut sehen wie nie. Eure Perlen brauche ich nicht mehr. Ich danke euch. Lebt wohl. Danke, Finja. Dein Mut hat unseren ganzen Ozean gerettet. Danke dir auch, Florin. Danke, Serena. Spielen wir Fang? Wer zuerst am Perlengarten ist? Na warte, ich hab dich gleich.